Die DHV-News vom 15. Dezember 2023. SPD mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirks Grow Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir haben mal wieder so eine Corona-Quarantäne-Homeoffice-Variante wegen Corona-Fall in der Familie. Ich selbst habe kein Corona, bedanke mich aber trotzdem schon mal bei allen, die das jetzt nicht mitgekriegt haben und mir gute Besserung wünschen in den Kommentaren. Das ist lieb von euch. Kleine Vorbemerkung, Spendenkampagne muss ich natürlich jetzt immer bringen, sozusagen jede Ausgabe. Bis zum 15.01. läuft ja unsere Kampagne. Bis jetzt sind 40.015 Euro eingegangen in den ersten 14 Tagen und 1.689 Spender und neue Fördermitglieder haben sich schon beteiligt an der ganzen Geschichte. Vielen Dank an alle, die da bis jetzt mitgemacht haben und weitermachen. Ja, freue mich über jeden, der da mitmacht und uns unserem Ziel näher bringt. Vor allen Dingen die Neuigkeit in dem Zusammenhang diese Woche ist das Video über die Preise, die ihr als Teilnehmer gewinnen könnt. Und ich habe gerade eben erst kurz vor Aufnahme hier da mal reingeschaut in das Video, bin gar nicht dazu gekommen vor lauter SPD. Aber es ist gut geworden, ja, witziges Video. Konstantin, Kollege vom DHV-Update, voll in Fahrt irgendwie. Ja, der fragt ja mal alle, was macht ihr nach der Legalisierung? Ja, Konstantin wird bestimmt ein stinkreiches Werbemodel werden. Also guckt euch mal das Video an. SPD, ja, das ist einfach ein Graus, das ist unglaublich, auch wieder fast das einzige Thema in dieser Ausgabe, ja, es ist ein Aufreger. Ich mache mal eine Fortsetzungsstory draus von letzter Woche und mache mal so ein Was-bisher-geschah-Teil, ja. Die Fraktion in der SPD hat halt ihr Fiedler-Problem nicht gelöst und das Cannabis-Gesetz hat damit weiterhin ein SPD-Problem. Die SPD hat ja schon die Abstimmung über das Cannabis-Gesetz im Dezember blockiert. Grüne und FDP wären bereit gewesen, das Gesetz im Dezember zu verabschieden. Das Gesetz liegt fertig vor, abstimmungsbereit sozusagen. Und alle Fraktionen hatten schon die Zustimmung signalisiert, auch die SPD-Fraktion. Es gibt eine Pressemitteilung der SPD-Fraktion, wo drin steht, wir haben uns geeinigt, ja, gleichlautend mit den anderen Fraktionen und kann jetzt losgehen. Und dann hat plötzlich die SPD einen Rückzieher gemacht, nachdem der Innenpolitiker Sebastian Fiedler einen Aufstand gemacht hat. Dem ist das Cannabis-Gesetz viel zu lasch. Der möchte es gerne repressiver haben und meinte, er wäre nicht genug eingebunden gewesen und macht jetzt da irgendwie einen Aufstand. Und die SPD-Fraktionsspitze hat daraufhin das Cannabis-Gesetz von der Tagesordnung im Dezember genommen. Sie hat auch Fiedler nicht widersprochen. Der meinte, dass das Gesetz nochmal inhaltlich diskutiert wird. Und seitdem ist eben auch unklar, wohin die Reise da geht mit der SPD. Ob die jetzt die Zustimmung zu diesem Kompromiss tatsächlich zurückziehen will, inhaltlich oder nicht. Und nochmal ausdrücklich gesagt, das ist nicht die Schuld der drogenpolitischen Sprecher, Carmen Wegge und Dirk Heidenblut. Ja, die können nichts dafür. Ja, das ist jetzt eine Frage der SPD-Fraktionsspitze, die im Prinzip irgendwie bis jetzt nicht in der Lage ist, diese unterschiedlichen Strömungen da irgendwie in der SPD-Fraktion jetzt mal irgendwie wegzuentscheiden. Ja, was weiß ich, zu beruhigen, keine Ahnung, irgendwie den Laden zusammenzuhalten, weiß ich auch nicht. Also da ist irgendwie eine Koordination war nicht in Ordnung in der SPD-Fraktion. Danach haben wir ja eine E-Mail-Aktion gestartet an die Spitzen der SPD-Fraktion, eben diese Empfänger. Da haben sich 13.500 Leute bis jetzt daran beteiligt, die eben E-Mails an diese Fraktionsspitzen nach unserem Text meistens geschickt haben. Das ist eine super Zahl sozusagen, ja, wirklich viele Teilnehmer, das macht sich bemerkbar da oben. Und natürlich könnt ihr nicht erwarten, dass die alle beantwortet werden, die E-Mails. Ne? Das einfach würde ich auch nicht machen, ja, wenn ich die kriegen würde. Ich würde sie einfach filtern in einen Ordner und würde aber wahrnehmen, oh, ich muss einen Filter einsetzen überhaupt. Ja, das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Und dann würde ich auch schon mal gucken, wie viel ist denn da jetzt reingekommen. Also das wird schon wahrgenommen da. Nicht die feine englische Art, die ich jetzt auch schon gehört habe, ist, dass ein Blocker eingebaut worden ist, dass die E-Mails als unzustellbar zurückkommen, ja, wenn bestimmte Stichworte irgendwie im Betreff dann stattfinden. Und das nicht die feine englische Art als Partei, als Fraktion, ja, das ist ja eine Zurückweisung von Bürgermeinung. Ja, die sind ja keine Bots, die da Mails hinschicken, sondern eben echte Menschen. Und dass die SPD zumindest nicht diese Mails auch in ihren Ordner von Bürgerbeschwerden irgendwie reinsortiert, ja, das ist jetzt nicht zusätzliche Arbeit, sondern einfach sagt hier, ich will eure Mails nicht haben. Das ist ein zusätzlicher Affront, der eigentlich nicht sein muss. Ja, das ist unprofessionell, finde ich. Aber die meisten Mails kommen eben nicht zurück sozusagen, sondern landen irgendwie bei den Empfängern
auch natürlich, wenn sie nicht alle einzeln gelesen werden und auch nicht alle einzeln beantwortet werden, ja, das ist normal, aber es geht um das Signal, was da ankommt. Und ist auch nur eins von vielen sozusagen, ja, das alleine wird natürlich jetzt nicht unbedingt den Durchbruch bringen, gibt auch keine Erfolgsgarantie, das hat keine Maßnahme niemals gehabt für die Legalisierung, aber es sind alles einzelne Impulse, die irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Dann haben diverse Aktivisten eine Demo vor der SPD-Parteitag organisiert. Ja, sogar ein ganzes Protestcamp, ein ganzes Wochenende lang, von Freitag bis Sonntag. Da waren also ein paar Recken da irgendwie bei dieser Eiskälte die ganze Zeit da, mit Zelten und allem drum und dran. Also ein unglaublicher Einsatz. Da war natürlich tagsüber jetzt normal nicht so viel los, aber eben am Samstag der Hauptkampftag sozusagen, die Kundgebung von 14 bis 18 Uhr. Da war ich auch mit ein paar DHV-Kollegen mit dabei. Ihr findet hier im DHV-Kanal meine Rede vor dem SPD-Parteitag, wo ich auch das ganze Problem nochmal auf den Punkt gebracht habe. Haben auch mittlerweile schon, weiß ich nicht, 20.000 Leute gesehen oder so. Ja, insofern nicht nur die paar Leute, die da waren vor Ort und sowieso schon überzeugt sind, ja, sondern ist wieder eine Nachricht rausgegangen, ja, die Legalisierung hat ein SPD-Problem. Und auch die ganzen anderen Videos sind sehenswert, ja, die würde ich euch mal empfehlen, euch anzugucken. Man hat wirklich etliche gute Sachen dabei, auch ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die findet ihr im YouTube-Kanal von Benno Tramm. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Lohnt sich da mal durchzugucken, ja, wenn ihr mal nichts zu tun habt, irgendwie mal sehen, was die einzelnen Leute da so erzählt haben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch ein bisschen weiter rumgucken bei Benno Tramm. Insbesondere ist das interessant, glaube ich, für Leute, die frisch Aktivisten sind oder werden wollen, ja, überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ich will jetzt mich auch mal einmischen, ja, offensichtlich ist das nötig sozusagen, ja, und was kann ich denn außer DHV Mitglied zu werden oder zu spenden dann noch machen? Wie kann ich aktiv werden? Und da ist der Kanal von Benno Tramm, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Und eben die Reden findet ihr da. Dann, wie gesagt, die Demo war nicht so groß, ja, da waren vielleicht insgesamt 100 Leute da. Aber es war auch die einzige Kundgebung vor dem SPD-Parteitag und insofern ist sie schon aufgefallen. Es gab sogar eine eigene Bühne, es gab mehrere Pavillons und so. Und das war schon, das hat schon Sinn gemacht, denke ich mal. Das hat Eindruck gemacht, das ist gesehen worden. Und es sind auch Leute vorbeigekommen vor Ort. Insbesondere Carmen Wegge, die drogenpolitische Sprecherin der SPD, und Burkhard Blinert war da, der Bundesdrogenbeauftragte. Carmen Wegge hat da was gesagt, was so ein bisschen Mut gemacht hat und sie nachher auch nochmal retweetet hat, nachdem die Medien das aufgegriffen haben, so grob gesagt, ja, die Fraktionsspitze ist nicht gegen die Entkriminalisierung, das kommt mit dem Gesetz und die Abstimmung soll aber erst nach den Haushaltsberatungen kommen. Sie hat aber nicht ganz konkret gesagt, dass das Gesetz unverändert kommen soll, ja, weil das ist ja im Prinzip eines der großen Probleme, die da jetzt auftauchen sozusagen. Und der Drogenbeauftragte Burkhard Blinert ist auf die Bühne gegangen, hat da ein Statement abgegeben, daraus ein kleines Zitat. Wenn es noch mal ein paar Tage länger dauert, nicht vor Weihnachten, sondern dann im Januar, dann haben wir etwas geschafft, wofür wir 2 Jahre nur gebraucht haben. Das ist verdammt kurz, wenn ich mir anschaue, wie viele Jahre die anderen Länder teilweise gebraucht haben und diskutiert haben, um ihren kleinen Schritt vielleicht auch zu gehen. Wenn ich nach Luxemburg schaue oder wenn ich mir auch anschaue, wie weit die Niederlande sind. Ja, es ist einerseits super, dass er sich das getraut hat, da vor Ort auf die Bühne zu gehen. Na, da ist natürlich auch Unmut gewesen. Andererseits, vom Argument her nervt mich ein bisschen, dass er so tut, als wäre diese Verzögerung jetzt notwendig, um das Gesetz besser zu machen. Das gilt noch für die Verzögerung im November. Da haben wir auch gesagt, das ist zwar Mist eigentlich mit der Verzögerung, aber es ist hinnehmbar. Wir haben ja selber auch Veränderungen gefordert und das noch darüber diskutiert wird. Das haben sie halt gemacht im November. Deswegen ist es eigentlich nur Dezember geworden. Aber seitdem die Verschiebung, das nicht im Dezember abgestimmt worden ist, geht ausschließlich auf das Konto der inneren Befindlichkeiten der SPD. Da hat Blinert dann diese Woche über noch einen besseren Move gemacht und in einem Twitter-Posting klar dafür plädiert, dass das Cannabis-Gesetz jetzt möglichst schnell kommen soll. Und das kann man schon als Appell an die eigene Fraktion verstehen, ja, von wegen, ja, jetzt mach mal voran, irgendwie geht hier nichts weiter und das liegt offensichtlich an der SPD. Insofern ist es auch an die SPD gerichtet. Blinert selber ist ja gar nicht Abgeordneter, er guckt aus Regierungssicht sozusagen aufs Parlament und auf seine eigene Fraktion und wundert sich, wieso da jetzt auf einmal nichts mehr weitergeht. Also das ist da deutlich geworden im Posting. Und wir haben weiter die ganze Woche aus allen Rohren gefeuert und die SPD zu klaren Statements aufgefordert. Aber die Fraktionsspitze hat sich weitgehend zurückgehalten, weiterhin bedeckt gehalten. Die Zuständigen sind immer noch auf ihrer Zielgeraden, von der die Rede war. Ja, wir sind zuversichtlich, dass das nächstes Jahr losgeht. Wir sind auf der Zielgeraden.
Aber Zielgerade heißt halt auch, ne, die sind da noch am Diskutieren. Es gibt noch irgendwas zu besprechen in der SPD. Anstatt einfach zu sagen, ja, wir lassen das so, das Cannabis-Gesetz. Ja, das ist ja im Prinzip das, was wir mal hören wollen. Nach diesen ganzen Stimmen und nach eben so einem Fiedler, der da gesagt hat, er will das nochmal komplett aufmachen, das ganze Fass und komplett von vorne diskutieren. Ja, und die SPD-Fraktionsspitze sagt eben nicht, ja, nee, das kannst du vergessen, Junge, das wird jetzt nichts. Wir haben das schon vereinbart, wir haben dazu gesagt, wir müssen das jetzt machen, so. Ist vorbei. Das kommt eben nicht, ja, sondern stattdessen sind die ganze Zeit dann irgendwie von wegen Zielgerade und wir müssen da noch irgendwie was diskutieren und so. Und das ist halt eine totale Verunsicherung, zusätzlich zu dem, dass eben der Zeitplan da verschoben wird. Das ging auch diese Woche noch weiter. Ja, ist also nicht so, dass Fiedler verstummt ist jetzt irgendwie nach der ganzen Diskussion und nach dem Wochenende. Der war im Interview bei der WDR Lokalzeit am Dienstag noch diese Woche, daraus ein ganz kleiner Ausschnitt. Deswegen diskutieren wir dieses Gesetzgebungsvorhaben noch einmal und ich bin zuversichtlich, dass wir da hoffentlich noch zu Änderungen kommen werden. Gestern hat sich dann der Fraktionschef Rolf Mützenich in der RP Online zu Wort gemeldet im Interview und hat da unter anderem auch auf die Frage geantwortet, was jetzt da mit den Innenpolitikern der SPD-Fraktion im Cannabis-Gesetz ist. Sagt Mützenich, wir schauen uns die Bedenken genau an. Aber wir haben uns auf dieses Projekt in der Koalition verständigt und es wird Anfang 2024 kommen. Davon gehe ich aus. Ja, also wieder dieses Bekenntnis eigentlich, ne? Also der Zeitplan so, den wollen sie nicht jetzt komplett öffentlich in Frage stellen. Irgendwann mit Anfang 2024, nur nicht genau wann. Und er sagt auch nicht irgendwie, wir sind fertig mit der Diskussion. Ja, das spielt keine Rolle mehr, was Innenpolitiker in der SPD sagen, sondern er sagt, wir schauen uns die Bedenken genau an. Das kann jetzt alles Mögliche heißen. Das kann eine Beruhigungspille Richtung eben Sebastian Fiedler sein, ne? Von wegen, ja, wir hören uns das schon mal an, ne? Aber eigentlich wird das jetzt nichts mehr ändern. Oder ob das jetzt ein Signal an uns ist, sozusagen, also wir werden das irgendwas mal anhören, ne? Aber ja, wie auch immer, ja, ist nicht klar, was er damit meint letztendlich. Ja, das ist nicht, die sagen einfach nicht eindeutig, wir stehen dazu, was vereinbart worden ist. Wir nehmen das so. Und das ist eben ein Problem, weil damit im Prinzip dann klar ist, irgendwie, das ganze Projekt steht auf der Kippe. Ja, warum sollten die anderen das Ganze nochmal aufmachen jetzt? Das kann dann wieder ewig dauern, ne, wenn sie ganz von vorne anfangen. Und ist halt dann ein völlig unberechenbarer Prozess. Die Tagesordnung der ersten Sitzungswoche im Januar ist online mittlerweile. Da steht kein Cannabis-Gesetz drauf und da steht auch kein Haushalt drauf. Also wir haben weiterhin zwei Probleme mit der SPD-Fraktion. Das eine ist die Unsicherheit über den Zeitplan. Die Fraktion will offenbar das Cannabis-Gesetz erst nach dem Haushalt verabschieden. Das ist jetzt mehrfach von allen möglichen Leuten gesagt worden. Aber es gibt überhaupt keine inhaltlichen Gründe dafür. Das Cannabis-Gesetz ist nicht relevant für den Haushalt. Es sind ausschließlich PR-Gründe, die sich die SPD da irgendwie zusammenschwurbelt. Die glauben, dass sie für das Cannabis-Gesetz schlechte Presse bekommen. Das wird für einige Medien sicher auch so sein. Ja, das sehen wir die ganze Zeit. Die schreiben die ganze Zeit schlecht über die Cannabis-Reform und die Ampel, egal ob das verabschiedet wird oder nicht. Vielleicht wird es sogar ruhiger, wenn der Beschluss endlich da ist. Ja, aber bis dahin feuern die aus allen Rohren, weil sie auch jetzt irgendwie Möglichkeiten wittern, vielleicht doch noch irgendwie das Ganze kaputt zu schießen irgendwie. Und die meinen jetzt irgendwie, dass das dagegen hilft, das Gesetz später zu verabschieden. Ja, das ist auch sowieso schon PR-mäßig ein Rätsel, was die sich dabei überhaupt denken. Sie könnten sich auch ein bisschen feiern lassen, wenigstens von unserer Seite irgendwie, wenn sie das jetzt einfach durchgezogen hätten, ohne Großtheater irgendwie. Ja, dann, sofern man das Cannabis-Gesetz mit seinen repressiven Regelungen überhaupt feiern kann, hätte man ja doch gesagt, okay, das ist jetzt schon erstmal ein Meilenstein irgendwie, ne? Ganz Europa hat sich gefreut, ganz Deutschland guckt da drauf, ganz Europa, ganz die Welt guckt da drauf, ob Deutschland jetzt diese Ansage geregelt kriegt, diese Form durchzuziehen. Und stattdessen denken die, das ist PR-mäßig super, wenn man das jetzt nicht macht. Also ist einfach unglaublich. Die kriegen immer noch zu viel mit von dieser ganzen Nörgelei, von diesen ganzen einschlägigen Medien, also Welt und Co., ja, und die mit den großen Buchstaben und so. Und diese typischen Verbändevertreter von Polizei und Ärzten und kriegen zu wenig mit von der Community, ja, von der anderen Seite sozusagen, die sagt, das muss jetzt unbedingt passieren und ihr schießt euch da ins Knie, einfach wenn ihr das jetzt irgendwie verzögert und irgendwie jetzt mal unsicher macht und so. Die haben nicht verstanden, dass das ein wichtiges Projekt für Bürgerrechte ist. Die denken immer noch, das ist so ein schmuddeliges Lifestyle-Thema irgendwie für Halbkriminelle oder so, ja, wo man aus gesundheitlichen Gründen, um den Abhängigen da irgendwie zu helfen, vielleicht was machen muss, aber da keine Eile hat. Ne, und das, eigentlich ist das ein Bad-Thema. Die raffen überhaupt nicht, worum es geht. Ja, dass das wichtig ist irgendwie für ganz normale Bürger. Und dass das eben auch ein Gewinnerthema ist, ja, wenn man irgendwie vernünftig macht. Also muss man sich schon fragen, ob die SPD nach dem Haushalt den nächsten Grund findet, warum das Gesetz jetzt nicht verabschiedet werden soll. Ja, das ist ja nicht das erste Argument, Pseudo-Argument. Die haben ja auch schon mal verschoben,
wegen Überfall der Hamas auf Israel. Das war auch auf einmal ein Grund, wieso man das Cannabis-Gesetz jetzt nicht verabschiedet und nicht auf die Tagesordnung im Bundestag setzt. Ja, das ist alles an Haaren herbeigezogener Quatsch. Trotzdem, nach der Ansage, die die da machen, ne, wir machen das nach dem Haushalt, wenn sie dann wirklich machen und nicht dann wieder um die Ecke kommen mit, wir warten noch auf die Ankunft der Außerirdischen oder irgendwas, ja, dann kann das noch klappen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1.4. Wenn sie bis zum Ende Februar, letzte Sitzungswoche im Februar, ich glaube 22. Februar ist der letzte Tag der Sitzungswoche da, wenn sie bis dahin durchziehen im Bundestag, würden sie den Bundesrat am 22.3. rechtzeitig erreichen. Und dann wäre noch 4 Tage Zeit für Veröffentlichung und Unterschrift von Steinmeier, dann wird das zum 1.4. klappen. Ja, aber das ist eine äußerst wackelige Angelegenheit. Und ja, man kann sich halt nicht wirklich darauf verlassen irgendwie. Und wir sehen einfach nur immer, dass wieder die nächste Tagesordnung kommt und das Cannabis-Gesetz steht nicht drauf. Aber es steht jedes Mal ein anderes Zeug drauf. Ja, das war im Dezember so. Da wurde alles möglich verabschiedet. Ja, im Netz ist irgendwie unterwegs, hat jetzt Sitz. Rasenmäher, so, ne, wo man sich draufsetzen kann, so größere Dinger, dass man dafür jetzt einen Versicherungszwang gibt zum Beispiel. Ja, das ist im Dezember jetzt noch gerade verabschiedet worden, aber das Cannabis-Gesetz nicht. Ja, das geht nicht wegen Haushalt. Und Anfang Januar ist wieder die ganze Woche voll mit allen möglichen Themen, aber nicht Cannabis-Gesetz, weil die SPD meint, wir machen das erst nach dem Haushalt, weil sie denkt, das ist PR-mäßig eine gute Idee. Ja, während gleichzeitig Zehntausende von Strafverfahren irgendwie durchgezogen werden gegen Cannabiskonsumenten in der gleichen Zeit, ja, damit die SPD nach ihren eigenen Vorstellungen irgendwie sich in besserer PR baden kann oder so. Ja, das ist einfach nicht zu fassen. So, das zweite größere Problem außerhalb dieser Zeitplanfrage ist eben das, dass man immer noch nicht so genau sagen kann, will die SPD jetzt das ganze Thema nochmal diskutieren oder nicht? Das würde das ganze Projekt gefährden, wie gesagt, ja, die würden das fast komplett neu aufmachen. Die Koalitionspartner sind nicht bereit, da nochmal drüber zu diskutieren. Ja, und wenn, ja, dann geht es halt nochmal komplett von vorne los. Dann haben die natürlich auch Themen, die sie nochmal diskutieren wollen. Nur für Herrn Fiedler das Ganze, ja, das ist einfach, das geht nicht. Ja. Trotzdem kommt keine vernünftige Ansage von der Fraktionsspitze bis heute nicht, von wegen, ja, wir stehen zu dem Cannabis-Gesetz, wie schon im Konsens ja schon längst verkündet worden ist, wir machen das so. Stattdessen lassen die den Fiedler da die ganze Zeit erzählen, wir wollen komplett neu aufrollen. Es ist also eindeutig klar, ich habe gerade Telefon gebimmelt, sorry, also die müssen eindeutig sagen, sie machen das jetzt so. Ja, bis dahin machen wir die E-Mail-Aktion weiter. Wir werden weiter in sozialen Medien Druck machen. Also bitte mitmachen, liken, was das Zeug hält. Ja, das hat bisher super geklappt. Wir haben also unendlich Likes sozusagen auf Twitter. Ja, guckt euch mal meine persönliche Timeline auf Twitter an. Auch beim Handverband natürlich. Ja, bei mir ist noch ein paar mehr Postings. Also wir sind da wirklich am Feuern wie blöd. Da folgt uns Twitter und auf allen anderen Plattformen, Insta, Facebook, überall sind wir aktiv. Ja, teilt unser Zeug und markiert die SPD-Leute. Geht vielleicht auch vor Ort in eurem Wahlkreis zu den SPD-Abgeordneten nochmal hin. Schreibt denen eine Mail, ruft die an, was weiß ich, Bürgersprechstunde. Macht die alle kirre irgendwie mit diesem Cannabis-Gesetz, bis die sagen, ja, alles klar, wir machen das. Ja, bis dahin ist das Ganze unsicher. Bis dahin steht das auf Messerschneide. Wenn ihr Mitglied in der SPD seid, ja, sprecht eure Kreisvorstände mal drauf an, ja, dass ihr das weitergeben nach oben, ja, dass das nicht so geht, ja, dass ihr genervt seid, dass ihr austreten werdet oder so, ja, was weiß ich, vielleicht macht ihr das sogar. Macht der SPD die Hölle heiß. Ja. Die sind jetzt schon für einige Monate Verzug verantwortlich, die haben jetzt schon mehrere 10.000 Strafverfahren gegen einfache Konsumenten auf der Uhr. Durch die Verzögerung alleine schon, dass sie nicht im Dezember verabschiedet haben. Ja. Das sollten die sich nicht nochmal leisten. Und dann machen die, weil sie Angst um ihr Image haben, ja? Weil sie denken, sie könnten das zum falschen Zeitpunkt beschließen. Macht denen klar, dass das nicht funktioniert, ja? Dass das für das Image gar keine gute Idee ist, irgendwie das jetzt ewig zu verzögern und irgendwie auch inhaltlich in Frage zu stellen. So viel dazu. Ja, ich hätte lieber irgendwie gute Nachrichten gehabt. Viele sagen auch, ja, freut uns, dass wir jetzt in DAV mal endlich irgendwie im Angriffsmodus sehen oder so. Ja, das finde ich überhaupt nicht gut. Ja. Das muss jetzt mal sein. Wir machen immer das, was irgendwie für die Zielerreichung am sinnvollsten uns erscheint. Ja, in dem Fall geht es nicht anders. Ja, das würden wir gerne lieber sein lassen. Und von der SPD hören, ja, ist klar. Ja, natürlich stehen wir zu unserem Wort. Ja, wir haben das ja schon verabredet. Ist doch eine klare Sache. Würden wir das ganze Theater nicht machen und wir fänden es auch gut, das nicht zu machen. Aber es geht nicht anders. Ja, also bitte meldet euch bei denen. So, noch eine kleine Nachricht zum Schluss. Niederlande, da gibt es erstmal legal angebautes Gras, Cannabis im Coffeeshop. Da ist ja auch ein Modellprojekt zugange, wie hier in Deutschland auch Säule 2 geplant ist, wissenschaftliches Modellprojekt.
EU-konform, ja, im Gegensatz zu einer kompletten Legalisierung. So machen die Niederlande das auch mit ihren Coffeeshops. Jetzt der nächste Schritt, dass eben auch die Versorgung der Coffeeshops legal geregelt wird. Das ist bis jetzt ja nicht so, deswegen ist in den Niederlanden auch Cannabis nicht legalisiert. Es gibt keine Regulierung des Handels und nichts. Die dulden nur den Endverkauf in diesen Shops. Ansonsten ist alles Großhandel, Import und so weiter, alles genauso kriminell wie alles andere auch. Und jetzt regeln die das eben, ne, und machen in einigen Städten Versuche, die Coffeeshops mit legal produzierter Ware zu versorgen. Prima Sache, ne? Aber jetzt werden alle sagen, seht ihr doch, die können dann auch viel schneller. Ja, auch da, das hat jetzt sicher Jahre gedauert, bis es jetzt soweit ist, dass der erste Gras dann wirklich in den Coffeeshops ankommt. Ja, das nochmal so nebenbei. Ja, ich packe euch was in die Videobeschreibung dazu. Guckt es euch selber an. Ja, ich hatte keine Zeit, mich damit großartig zu befassen. Ja, SPD, was anderes habe ich die Woche nicht gemacht. Und im schlimmsten Fall muss das auch weitermachen. Ja, bis wir da mal hören. Go! Okay, Termine haben wir noch. Drei Stück von Ortsgruppen. Einmal Darmstadt, 15.12. Offene Hanftierstelle der Vorortsgruppe. Berlin treffen am 15.12. Berlin am 19.12. treffen der Ortsgruppe. Und Heidelberg auch 19.12. Hanftisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Das war's soweit. Ja, liken, Video ja, teilen und so weiter, Kanal abonnieren, Glocke drücken, aber vor allen Dingen spenden, ja, auch die HV-Spenden, aber vor allen Dingen geht der SPD auf die Nerven, bis die uns sagen, ja, alles klar, wir machen das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.